Dankeschön. Dankeschön. Mein Gott, ist hier eine Stimmung in der Bude. Das ist ja großartig. Es ist aber auch ein schönes Haus, muss man wirklich sagen. Wenn man sich hier so umguckt. Barock. Ach, das ist ja schön. Sie glauben vielleicht, das ist immer so. Nein, das ist eigentlich hier ein ziemlich unpersönlicher Betonbau normalerweise. Aber das ZDF hat keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat hier mal so ein bisschen was einziehen lassen. Ne? So Balkone. Schön da, diese Figuren, die das alles so halten. Ne? Das ist das, was, glaube ich, im Kölner Stadtarchiv gefehlt hat. Ne? Sieht auch so ein bisschen opulent aus und das finde ich wichtig, gerade so in diesen Krisenzeiten, weil im Moment ist ja alles eher so auf Sparflamme, ne? Ist ja große Krise im Moment, so alle so, oh, Krise, Krise, ne? Das liebt der Deutsche, wenn er so ein bisschen rumjammern kann, ne? Das ist Krise, ne? Da kann man ihm noch so oft sagen, ja komm, vielleicht ist im Oktober schon wieder vorbei, ne? Vielleicht ist es ein Aufschwung, da sagt er, ja, und am Aufschwung kommt wieder Krise, das ist ein bisschen schlechte Laune im Land, ne, und das ist natürlich ein bisschen schade. Eigentlich ist ja auch Grund zur Hoffnung. Ne, es gibt ja durchaus gute Entwicklungen da. Obama ist da, ne, denn Amerika, nicht der Heiland ist gekommen, wer hätte das gedacht, ne, dass die Zeugen Jehovas mal recht behalten werden. Ne, ich glaube, er wird alles gut machen. Ich glaube, alles. Ne, Obama als Weltenretter, also kommt er wie gerufen, kann man fast sagen. Ne. Klimakatastrophe, kein Thema mehr. Obama wird's machen. Wenn der Meeresspiegel steigt, egal, Obama taucht, zieht den Stöpsel raus und das macht er alles. Obama, ja, er wird's. Man hat das ja gemerkt, dass Obama im Grunde die Klimakatastrophe ist ja schon wie war der Winter hier? Der war bitter, oder? Meine Güte, das war ja schon im Januar, da hat's ja nur gefroren. Also, da hatte man schon fast den Eindruck, da war Obama noch gar nicht im Amt. Da ist er klimatechnisch schon übers Ziel hinausgeschossen. Aber er tut was dann. Man merkt das einfach. Obama arbeitet dran. Da war kaum im Amt. Wir waren schon im Gazastreifen, war Frieden. Das war doch wunderbar. Da hat er mal angerufen, hat gesagt, Leute, so geht's nicht. Und haben Israelis und Palästinenser gesagt, also, dann eben nicht. Ne? Und dann war da Ruhe im Karton. Ne? Der hat das gemacht. Ne? Der wird weitermachen. Der wird dann in den Iran wieder reisen. Gespräche beginnen dann mit denen. Nicht? Dem Ahmadinejad mal sagen, dass das mit den Atomwaffen nicht geht. Und Ahmadinejad wird antworten, ja, war eh nur Spaß. Ne? Wir wollten den alten Mann da ärgern, bevor die dran waren. Ne? Der war doof. Ne? Und dann wird Obama antworten, ja, der war auch doof. Ne? Und dann sind sich alle einig. Ne? Und dann wird alles gut. Ich glaube, dass alles gut wird. Obama wird auch die Industrie retten in Amerika, die ganze Wirtschaft und so. Das wird dann wieder für uns große Vorteile haben. Wenn Obama dann General Motors rettet, dann wird ja bei uns auch Opel möglicherweise, dass da der eine oder andere hier vielleicht im Raum auch macht sich ja Sorgen wegen der Ersatzteile. Das wird alles gut. Eine Stoßstange kriegt man im Notfall immer noch am Schrottplatz. Man sich ja überhaupt, wie kann das passieren? Wie kann so ein Betrieb wie Opel in so eine Schieflage geraten? Denkt man ja nicht, dass sowas möglich ist. Ne? Ich meine, Opel sind doch tolle Autos, also. Ich denke immer, jetzt musst du ernst bleiben, aber ich schaffe es nicht. Das ist so. Irgendwie ist es doch. Komm, die sind doch fahrbar teilweise, oder? Jetzt keine Traumautos, okay, gebe ich ja zu. Ne? Ich meine, wann haben Sie das letzte Mal von einem Opel Astra geträumt? Ne? Ich im Dezember und ich bin schweißnass aufgewacht. Nein, das sind doch. Also man denkt trotzdem nicht, dass so ein Konzern, ein Traditionskonzern, da echt in Gefahr gerät. Die sind doch auch krisengewöhnt. Ich meine, die haben doch einiges mitgemacht. Opel hat angefangen 1863 mit Nähmaschinen damals. Das ist wahrscheinlich auch das Problem. Kann man nicht einfach Räder drunter machen und denken, das merkt keiner. Das geht ja. Das ist ja.
Obama kommen, Obama als Freund. Obama. Und auch die Banken retten. Ja, die Banken hat er ja auch schon angepackt, ne? Jetzt wird die ersten Banken schreiben schon wieder schwarze Zahlen und so. Ne? Also komm, ne? Obama ist dran. Und wir haben ja auch noch was dazu getan. Also es ist ja nicht nur Obama, wir haben ja selber ein 500 Milliarden Euro Rettungspaket. Ich meine, das ist ja schon was. Das ist ja, da muss man ja noch lange verraten. 500 Milliarden ist ja schon viel Geld, oder? Ich meine, ist ja schon. Ich wusste auch gar nicht, dass der Steinbrück die noch hat. Da hat er doch keinem von erzählt, oder? Da hat er die irgendwo da. Vielleicht hat er es auch erst gefunden, man weiß es ja nicht, wo die da. Kennt man doch. Ja, komm, jeder von uns kennt das, dass man den Schrank da holt eine Hose raus, ne, die man lange nicht angehabt hat, ne, guckt so in der Tasche, denkt, was ist das denn? Ne, da ist doch noch eine Milliarde, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ne, kann passieren, das ist ja. Ja. 500 Milliarden kriegen sie in der Hosentasche gar nicht rein. Das ist das Problem. Ne, das ist ja viel. Ne, das ist ja, wenn ich das mal versucht vorzustellen, wie viel das ist, 500 Milliarden. Und ich habe erstmal mit einer Million angefangen. Eine Million in 500-Euro-Scheinen, das ist so viel. 10 Zentimeter, das ist eine Million. Und wenn man sich jetzt 500 Milliarden vorstellt, wissen Sie, wie hoch der Stapel ist? In 500-Euro-Scheinen, rechnen Sie mal auf. 500 Milliarden, da ist der Stapel 50 Kilometer hoch. Das ist schon. Ich finde, es macht Sinn, solche Geschäfte bargeldlos zu erledigen. Ja, da. Da reißt an der Tüte gerne mal der Henkel. Bei 500 Milliarden, das ist ein solcher Betrag. Den kann ich mir immer noch nicht vorstellen, auch wenn ich mir diesen Stapel vorstelle. Ich meine, das insofern ist es aber schlimm, wenn das Geld weg ist. Ich meine, dass man sich nicht vorstellen kann, ist aber schlimm, dass es nicht mehr da ist. Das ist ja. Schlimm ist, glaube ich, wenn einem 500 Euro fehlen. Das ist richtig unangenehm. Und wenn man, sagen wir mal, bei der Bank einen Kredit hat und kann 500 Euro nicht zurückzahlen, das ist unangenehm. Wenn sie da rein müssen, dem da am Tresen erklären müssen, ja, mein Finanzsystem ist zusammengebrochen. Sie mal die Fresse angucken, da hinterm Tresen. Ne? Und so zusehen, wie dem die Eckzähne wachsen. Ne, würde ich gar nicht hingehen. Wenn sie nicht bezahlen, ist doch egal. Gar nicht. Nichts sagen. Post nicht mehr beantworten, einschreiben, nicht mehr unterschreiben, nicht mehr ans Telefon gehen. Einfach. Ne, bis die wachsen. Schulden. Dann wird es einfach. Ja, 500.000 Schulden ist schon viel einfacher. Wenn Sie 500.000 nicht bezahlen können, dann müssen Sie in der Bank schon nicht mehr warten, bis ein Mitarbeiter frei wird. Ne? Ja, wenn Sie gleich nach hinten durchgereicht, nicht, und ab 500 Millionen bieten die sogar Kaffee an. Ne? Bei 500 Milliarden kommt die Bundeskanzlerin ganz unverbindlich zum Gespräch dazu. Und sagt, ich zahle das, ist kein Thema. Ne? Ja.